Wir schauen uns heute die Synchronsprecher der einzelnen Brawler in Brawl Stars an und bewerten sie bis hin zu Platz 1 der krassesten Stimme in Brawl Stars. Wir haben verrückte Stimmen, Sprüche, Übersetzungen und überraschende Gesichter zu den einzelnen Stimmen. Creator Code? Jo Jonas. Wir kommen zur Stimme von Shelly. Así me gusta. Der erste Brawler hat ja auch ihren spanischen Spruch, also was vielleicht auch wieder jemand, der Spanisch spricht, könnte ich mir vorstellen. Und tatsächlich haben wir einen Voice Actor oder eine Synchronsprecherin, die auch noch einen weiteren Brawler spricht. Así me gusta. Boom. Auch ganz krass. Bling, bling. Das ist einfach Shelly, müsst ihr überlegen. Und das ist mein Lieblingsspruch. Winning. Wir haben Chester. Hab ich gar nichts gesagt. Perfekt, gerade nochmal. Don't work. Der hat auch eine sehr höhere Stimme wieder. Und das ist hier das Aussehen von Chester. Gut, es ist relativ rangezoomt, also man kann gar nicht so genau erkennen. Aber wir schwören mal rein. You got hurted. Oh, the poor baby. Let's run around and do random things. Die Stimme ist auch wieder sehr markant. Unerwartet, sag ich ehrlich. Yeah, you go first. Und hier nochmal mein Lieblingsspruch. Watch me as I move in a direction. Wir kommen zu El Primo. Buenas noches. Ja, also der spricht auch Spanisch. Das muss eigentlich ein spanischer Synchronsprecher dann auch sein, oder? Und das hier ist tatsächlich Alexis Sanchez. Also ich denke mal ein Spanier, oder? Also ein spanisch sprechender Synchronsprecher. Wäre natürlich auch passend, wenn man spanische Voicelines hat. El Primo. Soy el mejor. Ja, das merkt man auch schon. Showtime. Ich denk's mal. Und hier mein Lieblingsspruch. Da sieht man, finde ich, vor allem mal ganz gut, wie viel Gefühl er da auch reinlegt. Adios, mundo cruel! Please, wir haben Chuck als nächstes. Und ich glaube, der hat auch so ein bisschen Akzent und hat auch so ein paar italienische Sprüche drauf. Also da bin ich mal gespannt. Prossima fermata! Ja, also da erwarte ich jetzt eigentlich schon, ich glaube, es ist italienisch, da erwarte ich jetzt halt schon so, ja, jemanden, der auch italienisch spricht natürlich. So, und das ist er hier. Ich muss ehrlich sagen, trifft es eigentlich ziemlich gut. Er heißt übrigens Nicola Lanzi, also ich denke, er ist auch ein Italiener. Und wir hören mal rein, wie sich das Ganze jetzt hier anhört. I'm just an Italian voice actor. Okay, sagt's hier nochmal, er ist übrigens auch ein italienischer Voice Actor, wir hören jetzt mal rein. Auf geht's. This is my magnum opus, il mio momento. Also auch sehr kräftige Stimme halt, ne? Pain train. Time to let off some steam. Chuchu. That was well orchestrated. È stato ben orchestrato. From minor to major. Lol. Und hier nochmal der beste Spruch. Attenzione! Pianissimo, please. What? Da haben wir es mal gehört, hat man gut das Italienisch rausgehört, finde ich. Wie haben's du? Ich denke, da muss eigentlich fast ein Filter drüber gelegt sein, oder? Ah, niemals, oder? Na schau, die Stimme kann nicht. Also da wird bestimmt ein Filter drüber gepackt. Das ist du. Okay. Spectacular Stew is here for safety last. Okay, ist schon speziell. Hey kiddos, what's this? Also auf jeden Fall würde ich sagen, da ist nochmal ein Filter drüber gelegt, wie ich gedacht habe, aber klingt schon sehr wie Stu trotzdem. Und mein Lieblingsspruch nochmal. I'm one lean, mean winning machine. Die ganzen Sprecher hat übrigens Lex zusammengesucht. Der Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Schaut gerne bei ihm vorbei, lasst auch gerne ein Abo bei ihm da und abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, wenn ihr in Zukunft kein Brawl Stars mehr verpassen wollt. Vielen Dank. Dann haben wir Jesse. Time to get constructive. Ist eine ziemlich alte Stimme, muss auch aus der Beta sein. Ich muss ehrlich sagen, die Jesse-Stimme finde ich gar nicht mal so auffällig, also mal schauen. Und hier sehen wir einmal den Voice Actor für Jesse, ich sage mal Voice Actor ausgewodert, den Synchronsprecher für Jesse. Don't mess with Jess. We can do this. Sorry. Where will I put my friend? Und hier nochmal mein Lieblingsspruch. Jess will fix it. Okay, ich sag ehrlich, jetzt bin ich gleich sogar am meisten gespannt. Die Stimme von Edgar. Whatever. Oh, das war jetzt ganz kurz. Nochmal hier reingehört. This is so lame. Boah, das ist halt auch eine sehr, also ist auch vielleicht so einer der umstrittensten Brawler im Spiel. Und auch die Stimme trägt dazu auch einiges so bei. Awesome. Das hier ist die Stimme von Edgar tatsächlich. Okay, krass. Da konnte ich mir wieder echt wenig drunter vorstellen. Aber mal reinhören, wie es aussieht. Don't touch the scarf. Don't be salty. Also man sieht auf jeden Fall, dass er sehr viel Betonung reinsteckt. Ich würde sagen, wir schauen uns gerade nochmal seinen, den besten Spruch an, den ich am besten finde. Great, now everybody hates me. Dann haben wir Maisie. Boom, that's how it's done. Auch wieder eine sehr markante Stimme. I'm gonna snuff you out. Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Okay, so sieht Maisies Stimme auf jeden Fall aus. Okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Also ist auf jeden Fall wieder eine sehr kräftige und auffällige Stimme. Ew. Why are you foaming at the mouth? Kommt gar nicht mal so gut raus ist hier sogar im Video, muss ich sogar sagen. Und hier nochmal mein Lieblingsspruch für Maisie. Maisie to the rescue. Wir kommen Don't zu be was? Salty. Take a shower. Oh, der hat auch wieder eine sehr... Don't touch my floaty. Und eine etwas tiefere, aber auch betontere Stimme. Ich würde es niemanden, also rein von der Stimme würde ich jetzt niemanden allzu alten erwarten, oder? Und hier sehen wir einmal den Synchronsprecher. Ist auf jeden Fall, wie ich mir schon gedacht habe, nicht allzu alt. Und wir hören hier einmal rein, wie er sich anhört. A fool messes with my pool. Time to make a splash. Man würde überhaupt nicht erwarten, dass wir begegnen ihn einfach und das ist einfach Bass. Einfach Bassstimme. Ready for duty. Das ist eigentlich krass. Certified lifesaver. Und hier nochmal mein Lieblingsspruch. Don't
be salty? Take a shower. Damit kommen wir zum Voice Actor für Cold. Auch hier wieder eine sehr, sehr markante Stimme. Da hören wir es gerade nochmal. That's gotta hurt. Und hier sehen wir einmal Billy Kametz, der leider inzwischen verstorben ist und dafür sogar seine eigene Statue in einer Map in Brawl Stars bekommen hat. Da ist so eine Cold-Statue hinten. Habe ich zumindest mal in einem Faktenvideo gesehen. Wir hören hier rein. Natürlich auch eine ganz besondere Stimme wieder. Brawn and Beauty. I love that one. Too pretty for pain. Prime time, baby. Ow! Also allgemein halt viele kurze Sprüche, die halt so rausstechen. I remember this is a big one. Sorry, noob. Und mein Lieblingsspruch ist... Pew, pew, pew. Oh, jetzt sehr spannend. Bo. I am guided by the spirit. Sehr tiefe Stimme, sehr ausdrucksstark. Live strong as the mountains. Alter. We must fight. Ist ja der so sein Dorf anführen könnte oder so. Halt von der Stimme erwartet man eigentlich einen kräftigeren oder älteren? Ich weiß es nicht, irgendwie so. Ja, okay, beides getroffen. Das ist krank, Mann. Ich hab's tatsächlich nicht vorher gesehen. I am strong like the wind. Oh. I am one with the earth. Und hat nicht viel gesagt, aber das ist noch mein Lieblingsspruch. I am one with the earth. Ja, waren halt nur zwei Sprüche. Wir kommen zu Max. Max to the max. Sehr hohe Stimme wieder eigentlich, no oder? Time, gotta move. Und hier sehen wir einmal, wie die Synchronsprecherin aussieht und passt auf. Kablam, pow, zap, sizzle. Go, 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 go. Man braucht auf jeden Fall die Energie, ne? Why is everyone so slow? Das ist krass. Did someone hit me? Ja, und Lieblingsspruch ist auch direkt der erste Spruch, würde ich sagen. Kablam, pow, zap, sizzle. Wir kommen zu Jackie. Time to go to work. Und die hat auch so ein paar beleidigende Sprüche drauf, die zensiert werden. Also sich ist Jackie ja so ein Charakter, der halt ziemlich ruppig ist, würde ich mal sagen. Und so Leute rumschreit und auch mal beleidigt, ne? Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch die Synchronsprecherin für einige andere Charaktere. Wir hören mal rein. Come to Jackie and get some smacky. Das ist krass wieder. As well as out of my way, jabroni. Und Lieblingsspruch ist der erste direkt, den wir gehört haben. Come to Jackie and get some smacky. Und damit kommen wir zu Fang. Das tiefere Stimme auch. Oh, hier das Gesicht dazu. Okay, das ist wieder krass. Mit den wilden Haaren auch. Fantastic. I'm popping off, loser. Oh, das ist geil. Und der beste Spruch auf jeden Fall. Yes, wir haben Penny, auch ein relativ alter Brawler. Jetzt so eine böse Lache so ein bisschen drauf, ne? Ist alles? Ja, hat ja noch andere Sprüche drauf. Fast nur lachen. Wohl. So, und jetzt kann der die Synchronsprecherin ja eigentlich nur lachen, ne? Bye, bye. Let's go. Ah, ne, sie hat sogar ein paar Sprüche. Yeah. Wo sind die Lacher? Yes. Hä? Und dann schon los. Ah, ja. Ich würde sagen, der Spruch ist am besten. I'm the best. Wir kommen zu Gale. I might be slow, but I can sure make it snow. Das muss ja wieder eigentlich eine ältere Stimme sein, oder? Ich meine, es soll ja auch einen alten Mann darstellen. I might be slow, but I can sure make it snow. Es ist, okay, passend. Es ist tatsächlich ein älterer, also natürlich niemanden beleidigen, aber jemand, der halt schon älter ist, passend zur Stimme. The kids today. Und Gale hat auch eine Stimme, die nicht so schreit. Never too old to be a bit bold. Oh, Gale, still got it. Und das war mein Lieblingsspruch. Don't blame me. I just worked for Mr. P. An der Stelle, wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich ganz rechts kostenlos im Shop unterstützen mit meinem Creator-Code. Der heißt JoJonas, ist völlig kostenlos. Könnt ihr alle 7 Tage neu antragen. Und damit ermöglicht ihr auch meinen Content, dass ich das Ganze für euch hauptberuflich machen kann. Vielen Dank. Willkommen zu meinem Lieblingsbrother, und zwar Leon. See ya. Relativ kurze Sprüche, yeah. So rausgerufen werden. See ya. Klingt nach jemand Jüngerem, finde ich. Und hier sehen wir ihn einmal. Let's go! Nee. We can do this. Das kam jetzt unerwartet. Time to brawl. Die Stimme ist auch verdammt hoch. No way. Das ist echt hoch. Okay, das ist mein Lieblingsspruch. Ich wusste gar nicht, dass er im Game ist. Nee. Straight dann from haben the streets wir tatsächlich Charlie. Defeat. Und ich glaube, hier, mal reinhören. Detour. Also sie hat auch ein paar französische Sprüche drauf. Also ganz offen. Also das muss eigentlich auch ein französischer Voice-Actor dementsprechend sein. Und hier sehen wir es einmal. Elsa Perusin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Distract and disarm. You can't resist my charm. Excuse-moi. Da hören wir auch die vor allem den Akzent, ne? Oder die Aussprache sehr gut nochmal. Und hier nochmal mein Lieblingsspruch. Yo-Yo brings all the pain to your face. Na, na. Na, na, na. Alright, wir Tabish, haben Sam. Der hat, würde ich sagen, auch so, ich würde es... Time for an Archie ja, der hat schon so ein bisschen auch englischen Akzent. Also das muss jemand wirklich sein, der auch... Ich würde jemanden älteren erwarten mit Akzent halt. Der halt direkt Muttersprache Englisch hat. Und das trifft es ganz genau. Joe French heißt er noch. Also hat auch einen ziemlich englischen Namen. Wir hören mal rein. Let's go beat up some ja, das trifft sehr genau. Also auch vom Aussehen kommt er sogar in die Richtung von Sam, muss man sogar ehrlicherweise sagen. Das ist krass. Und hier nochmal mein Lieblingsspruch. Winner, winner, chicken dinner. Dann haben wir Hank. Ziemlich tiefe Stimme. You can't handle sehr kräftige Stimme. Ich würde sagen, ja, ein älterer Mann.
oder? Ja, so einen älteren Mann würde ich erwarten. Auf jeden Fall jemand mit tiefer Stimme, logischerweise. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Okay, das ist auch ein Voice Actor für viele andere Brawler, weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, für welche genau. Aber das ist krass. Ja, wie er sich noch die Sonnenbrille extra aufgesetzt hat für Hank. Ah, this means war! Also er kann auf jeden Fall einiges. I don't wanna play no more. Time to das ist go. Krass. I'll find the door. Und hier nochmal mein Lieblingsspruch. The horror. The horror. Dann haben wir Byron. Pathetic. Er ist eigentlich ein älterer Mann. Also wird man auch eigentlich mit Älteren erwarten, ne? Potential satisfaction guaranteed. Und hier sehen wir mal den Synchronsprecher. Es ist nicht so alt, wie ich erwartet habe, aber wir hören rein. That was a big mistake. Try some snake oil. Vor allem die Betonung ist sehr wichtig bei ihm, glaube ich. The reptiles are growing restless. Sign here with your life. Und hier mein Lieblingsspruch. I will find you. Wir kommen zu Grom. Here comes the big boom. Der spricht da mit ein bisschen Akzent, glaube ich, oder? Here comes the big boom. Mal schauen. Und hier muss ich wirklich sagen, die Stimme passt auch zu seinem Gesicht. Wir schauen mal rein. I am teaching, but you are not learning. Don't move. Krass, ja. Das muss ich sagen, da passt das Gesicht wirklich. Und mein Lieblingsspruch ist... Dead. Wir kommen zu Mac. Meet Rob. Boah, es ist auch wieder... Did I really do that? Schwer zu sagen. Ja, jüngere, also auf jeden Fall jüngere Stimme. Wir hatten bisher auch, glaube ich, keine ältere Frauenstimme gehört, oder? Oh, das ist krass. Es ist sogar noch so ein halbes Cosplay, wenn ich es richtig sehe. Mit der Kappe und noch der Pistole hier. Pass auf. The last time I fired my gun, I was in the academy. Das ist krass wieder. Out of the lab and into the lead. Numbers. Aber die fühlt den Charakter auf jeden Fall krass. I'm winning. Und nochmal mein Lieblingsspruch. Wieder für mich einer der spannendsten Stimmen, Dynamike. Okay, jetzt hat man es recht gehört nochmal. Also, eigentlich muss es doch fast ein älterer Mann sein, oder? Keine Ahnung. Ich meine, wobei? Ich weiß es nicht. Ich denke es zumindest. Jo, bin daneben. Es ist nicht. Mal schauen. Aber die Stimme wieder sehr markant. Birds are singing. Lol. Down a man. Das ist krank, Mann. Dynamite. Aber das ist auch eine sehr ungewöhnliche Stimme. Dynamite. Sorry. Not bad for an old timer. Who wants some TNT? Geil. Und nochmal mein Lieblingsspruch ist. Don't touch my canaries. Wir haben Poco. Let's rock. Musical mayhem. Interessant. Oh, okay, das gibt's doch. Es ist wieder so unerwartet, Mann. Okay, krank. I'm turning it up to 11. Das ist krank. Hey, you broke my guitar. Power chord. Er muss auch jeden Spruch schreien. Probably my favorite one. Und nochmal mein Lieblingsspruch. I'm turning it up to 11. Wir haben Bull. No, I'm in charge. Boah, sehr, sehr... Angry Bull. Boah, weiß nicht, sehr tief auf jeden Fall, ne, vor allem. Hey, that'll teach you. Okay, krass. Krass, also ich weiß nicht, von ihm würde ich jetzt nicht unbedingt eine Bull-Stimme erwarten, oder? Okay, okay, jetzt hat schon wieder die Stimme steigert. Das ist krank. Das ist wirklich krass. This is unbelievable. Never leave you hanging when it comes to the ball. Krank. Yes. Oh. Mein Lieblingsspruch. No one beats the ball. Das ist geil. Ruffs hat auch eine sehr tiefe Stimme. Get rough. Also hier würde ich jetzt wirklich mit Eltern erwarten. Eigentlich schon mit der Stimme. Aber das hier ist tatsächlich der Synchronsprecher. Go, go, go. Krank wieder. Watch the flanks. Battle stations. Also er ist auf jeden Fall noch jünger, ne? Sieht man. Who's a good boy? Und er muss auch bellen einfach. Every dog has its day. Und hier nochmal mein Lieblingsspruch. It's an ambush. Ah! Jetzt haben wir Colette, eine ziemlich verrückte Stimme. I'm gonna catch you. Mal schauen, ob auch der Charakter, oder also der Synchronsprecher auch hier wieder so einfängt. Mal schauen. Look, my favorite brawler. Ja, sie fängt es auf jeden Fall sehr krass ein, allein schon von der Mimik. Man muss auch den Brawler so ein bisschen schauspielern, also da sieht man es wieder, das ist krass. I see you. Komm, schon wie sie... Look, my favorite brawler. Das ist auch richtig schauspielert. Brawl Stars forever. Geil. I'm gonna chase you and I'm gonna find you. Der ist gut. Also das ist auf jeden Fall auch mein Lieblingsspruch, weil der auch sehr gut den Charakter auch von Colette einfängt. Mortis. Sehr speziell. Hört euch das an. Sehr hohe Stimme auch. Und ich hab's, glaube ich, schon mal gesehen. Es ist sehr unerwartet. Sehr unerwartet. Das hat, oder seid ehrlich, das hat doch keiner erwartet. Wirklich, das hat wirklich keiner erwartet. Das ist wirklich krank, dass er da so eine Stimme hat. Wir hören rein. Creatures of the night. Das ist so speziell. And dash and destroy. Und vor allem halt unerwartet hoch. I bring you the gift of darkness, Mortis, bringer of doom. Geil. Und am besten auf jeden Fall. How dare you? Wir kommen zur Stimme von Ems. Ach, does someone here unfollow me? Oh, ich finde die Stimme sehr, sehr, wie gar nicht. Ich muss es ehrlich sagen, ich finde die Stimme ein bisschen anstrengend. Hashtag no filter.
Also soll sie auch sein. Soll ja so eine nervige Influencerin darstellen, so ein bisschen mit ihrem Handy. Und hier sehen wir es einmal. Ist ein bisschen unscharf. Ich drücke am besten auf Starten. Not from that angle. Oh ja, also ich will das auch richtig genervt. Also hashtag winning, of course. It just feels good. Are you serious? Oh my god. Oh ja, also macht die schon gut, ja. Und hier der beste Spruch, da sieht man nochmal diese genervte Art von Ems halt auch sehr gut. Time to update my blog. Jetzt bin ich sehr gespannt, ist das Sandy? Yay, woohoo. Und ich dachte immer, Sandy wäre weiblich tatsächlich am Anfang. Naptime. Wenn ich das drauf höre, es kann halt... Sandstorm! Ja, ist schon eher eine männliche Stimme, oder? Das hier ist wirklich der Synchronsprecher für Sandy. Auch krass, hatte ich jetzt auch nicht so vom Aussehen erwartet. Guess I have to do stuff. Was? So tired. For the win. Calm down, everyone. Ich hätte eine kräftigere Stimme halt erwartet. Woohoo. Und auch diese gelangweilte Art halt, ne? Und mein Lieblingsspruch. Night. Wir kommen zu Nita und die hat ja eigentlich eher so Schreie drauf. Boah, das ist sehr speziell wieder. Das ist sehr krass, das ist sehr krass. Ich finde es mal, man sieht es halt schon, wie jetzt hier die Emotionen reingepackt werden. Pass auf. Nita! Das sind halt nur Schreie eigentlich. Ja. Krass. Nita! Und ich glaube, das ist auch mein Lieblingsspruch auf jeden Fall für Nita. Das Mikro ist ausgegangen. Easy und pickings. Damit kommen wir direkt zu Duck. Also Duck hat schon eine ziemlich spezielle hohe Stimme. Also ich stelle mir da auch vielleicht sogar eher jemand Jüngeren vor, könnte ich mir vorstellen. Und ich würde schon sagen, eher ein Mann, oder? Von der Stimme. Und hier sehen wir mal, wie er aussieht. Ja, also ich muss ehrlich sagen, es trifft schon ungefähr so, wie ich mir vorgestellt hätte. Also ich hätte mir jetzt vielleicht noch einen Ticken jünger vorgestellt vom Gesicht. Der Bart macht ihn vielleicht auch älter. Wir hören hier einmal rein, wie sich das Ganze anhört. Nope, not feeling it. Hey, gotta give credit. Also schon eine ziemlich hohe Stimmlage, ne? Taking the L. Das ist auch geil. So, der Spruch ist auch ganz besonders, den müssen wir uns auch mal anhören. My milkshake brings all the kids to the pool. Also er steckt viel Energie rein. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Vielleicht das spannendste Stimme unter anderem. Cordelius, wie spricht er die auch? Weil der hat ja auch hier so eine Maske über seinem Gesicht eigentlich. Man hört das ja auch. Ich weiß also nicht, ob die Stimme dann auch bearbeitet wird. Wir hören gerade nochmal rein. Okay, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich mir da vorstellen kann. Es kann auch eine Frau auf jeden Fall sprechen, würde ich sagen, von der Stimme her. Also es kann, glaube ich, allgemein. Es ist, glaube ich, schwer zu sagen, Frau oder männlich, weiblich. Das ist immer schwer zu sagen. Und ja, ich muss sagen, irgendwie trifft das sogar ganz gut, oder? Also er sieht, also die Frisur ist halt auch ein bisschen wild, natürlich. Also ich bin mal gespannt, wie er jetzt hier diesen verrückten Cordelius-Charakter einfängt. Auf geht's. Okay, das ist sehr speziell. Ich glaube, sie haben noch ein bisschen Filter drüber gelegt. Mind the plans. Das ist krass. Mushroom power. Oh Gott. Hier nochmal mein Lieblingsspruch von ihm. Fly, mushrooms. Dann haben wir Willow, auch wieder eine sehr charakteristische Stimme. Wir hören nochmal rein. Your creeps are my peeps. Also auf jeden Fall höhere Stimme, mal schauen. Okay, ich muss wirklich sagen, ich hatte das Aussehen jetzt eher nicht so erwartet, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, was ich erwartet hätte. Ne? Ich meine, Willow ist halt so ein Sumpfmonster. Da kann man sich ja gar kein wirklich menschliches Gesicht so richtig gut drunter vorstellen, oder? I love winning and watching people cry. Okay, das ist echt krass. Hört sich echt hoch an. Diese Lache auch, okay. Und hier extra nochmal mein Lieblingsspruch von Willow. Please. Tell me your life story. I'll add the ending. Geil. Hier kommt so Search. Juicy. Go, 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 go. Der hat viele sehr... Super Search. Die hören sich aber alle so ein bisschen mechanisch an. Ich denke, der ist noch ein Filter drüber, oder? Let's party. Da sehen wir es einmal. Go, go, go. Okay, wir sehen schon, da wird sehr viel Energie reingepackt. Surge Protector. Surging Rage. Aber es ist schon mal ein Filter drüber, ne? So ein mechanischer Filter, Surge, so ein bisschen. Ein bisschen Plächernes klingen lässt. So, das ist auf jeden Fall der beste Spruch. Surge, 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 Surge. Dann haben wir Piper. Bless your heart. Ja, das ist eine sehr... Oh, sweetie. So, ein bisschen ältere Stimme fast wieder, oder? Und hier einmal die Synchronsprecherin passend dazu, okay. Stick a fork in me. Naja, das klingt krass. I'm sugar and spice. Come get it. Ist das so ein bisschen Akzent? This ain't my first rodeo. Ja. Give me some sugar. This is my second favorite Piper line. Kiss my grits. Und das hier ist mein Lieblingsspruch. Stick a fork in me. I'm done. Wir kommen zu Lou. I'm Frost-alicious. Sehr speziell wieder, sehr hohe Stimme. Freeze. Aber das ist safe ein Filter drüber. Guck mal hier, der Effekt. Slip and slide. Ja, ja, ja. Und das hier ist Lou. Okay, krank. Jetzt mal, mal schauen, ob man... Ich glaube, das ist safe ein Filter drüber. Have a bliss ball, y'all. Ja. 100% trotzdem krass. Flavor sauce. Uncle Lou is here for you. Und das ist mein Lieblingsspruch, den hat er einfach von sich aus selber aufgenommen und am Ende hat er ein Spiel geschafft. Also der Spruch war gar nicht vorgegeben von Supercell. Y'all be loving the sour apples flavor. Wir kommen zur Stimme von Spike. Perfekt auf jeden Fall. Ja, super Witz. Es ist dieser Kaktus hier. Perfekt, den er hier mit der Sonnenbrille noch ausgestattet hat. Wir kommen zu Jeanette. I am dangerous.
Sorry, can't see you from up here. Jetzt bin ich gespannt, weil das ist eine Stimme, bei der man sehr viel schreien muss. I am dangerous. I'm a rocket girl. I'm on another level. Remember, peeps, no points for second place. Das hier ist mein Lieblingsspruch. Seems unfair, since I'm rocket powered. Wir kommen zu Mandys Stimme. Mandy's Candy! Und die schreit wirklich. Also Mandy will ich wirklich sagen, jemanden, der auch sehr energievoll wirkt, oder? Mal reinhören. Time for a lifesaver! Die schreit eigentlich die ganze Zeit nur, der Charakter, oder? Okay, und krass. Sieht jetzt eher, also würde ich jetzt eher nach einer Stimme beurteilen vom Aussehen, die eher ruhiger ist. Aber mal schauen, wie das Ganze jetzt hier beim Voice Acting aussieht. Mandy is my name. Ja, okay, jetzt sieht man es schon eher. Da sieht man auch, da sind direkt die Gesichtsausdrücke auch dabei. Come on, people, get a move on. Mandy's Candy. Also sehr ausdrucksstark auch. Und hier nochmal mein Lieblingsspruch. Sugar high. Der ist schwer. Wir haben Karl. Evolution must have passed. Und dazu you by. Ein bisschen Lispeln auch drin in der Stimme, glaube ich. Aber nochmal. Hey. Nice. Hier sehen wir ihn einmal, okay, krass. Er hat auf jeden Fall eine Brille, wie Karl schon mal, das ist passend. Carl is my name. Geology is ja, hört man's, der Lispel, das wird erst will geil. You ever learn? Highly doubtful. Geil. The rock, speak to me. Krass, aber hört das Lispel schon sehr aus, das Absichtliche hier, ne? Smoldering boulder. And one of my other favorite ones where I yell, like, sub! Das hier ist mein Lieblingsspruch. Und zwar. Wir haben Buster. Das ist ja so, der soll ja so ein bisschen wie so ein Actionheld reden, auch, glaube ich. Let's go to the danger zone. Okay, ist auch glaube ich ein bisschen verpixelt, ich glaube auch absichtlich. Mal schauen. By the power of cinema. Time to start the show. Und mein Lieblingsspruch ist. Let's go to the danger zone. Dann haben wir Gus. Spooky is gonna get you. Boah, wieder schwer einzuschätzen. Ich will get him, Spooky! Keine Ahnung. Aber das ist krass. Ich hatte vieles erwartet, aber jetzt nicht unbedingt, dass er Gus spricht, oder? This could get dangerous. Sometimes you gotta fight. In der Garage aufgenommen, hä? Is that Spike? Gotta stay calm. Oh, mein Lieblingsspruch ist. You got bested by a child. My balloon. Jetzt wird wieder sehr spannend. Willkommen zu Kids. Feline good. Boah, wieder sehr, sehr geil. Diese Stimmen. Cat's got your tongue. Da merkt man erst mal, wie die Sachen rausstechen. Weiß nicht, bei Kit halt auch wirklich jemand Jüngeren eigentlich wieder, ne, von der Stimme, aber kann halt wahrscheinlich wieder nicht so sein. Oh mein Gott, ich war komplett daneben. Okay, das ist Kits Stimme, das ist krank, Mann, das ist krank. Thrilled to be was? Here, really. Wow, I'm a cat. Try to get das over ist krank, Mann. Meow. Das ist, sorry. Das ist der Voice Actor up in the moment. Cats out of the bag. Did I smell das tuna? Ist so krank, wirklich. Das Now hätte ich nicht erwartet. Personal. Schaut euch das an. Und das ist mein Lieblingsspruch. Now it's my turn. Okay, ich habe gerade tatsächlich auch noch Angelo gefunden. Der muss auf jeden Fall auch noch rein. Auch hier schon mit der Maske perfekt oder mit der Augenklappe. Fierce, fabulous and fly. Ja, es ist scheinbar auch nur ein Spruch, den er hier aufgenommen hat. Wir können dann trotzdem noch mal reinhören. Fabulous and fly. Absolut krank nochmal zum Abschluss. Martin Schöler, glaube ich, ausgesprochen, hat einfach 12. Er spricht 12 Stimmen in Brawl Stars und macht noch Brawl Stars Musik nebenbei. Also die ganzen Hintergrundmusik und also ist an der Musik halt von Brawl Stars beteiligt. Das ist krank. Und zwar folgende: 8-Bit, Devil, Frank, Gene, Mr. P, Otis, Artie, Rico, Sprout, Squeak, Tara, Tick und Larry und Lobby. Die spricht er einfach alle. Das ist unglaublich. Aber leider keine direkte Aufnahme davon. Wie immer, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, denkt natürlich gerne an Creator-Code JoJonas. Ganz rechts im Shop. Gerne auch alle 7 Tage neu eintragen. Lasst gerne ein Abo da für weitere Brawl Stars Videos. Und da ist noch der Abspann verlinkt mit den letzten Videos. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.